Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einmal eins voranstellen. Kluge Politik für Familien, für Mütter und Väter in diesem Land. Kluge Politik sorgt für familienfreundliche Infrastruktur, für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und trägt zur finanziellen Förderung und steuerlichen Entlastung bei. Ich sage das deshalb noch mal so ausdrücklich, weil Eltern in unserem Land nur dann umfassend profitieren, wenn im Zusammenspiel dieser drei Komponenten ordentliche Politik gemacht wird. Und wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, was diese Bundesregierung an Projekten auf den Weg gebracht hat, wenn man noch mal sich vor Augen führt, dass der bundesweite Kita-Ausbau, der Ausbau der Ganztagsschulen vorangekommen sind, das Elterngeld Plus gekommen ist, der gesetzliche Mindestlohn und die Familienpflege auf den Weg gebracht worden sind, dann stellen wir alle fest, dass damit ja schon unglaublich viele Maßnahmen, die Familien dazu führen, auch in den Arbeitsprozess einzusteigen und dort sich zu entwickeln, vorgenommen worden sind. Und das, was wir heute hier beschließen können, das ist ganz einfach die dritte Säule in diesem Paket, nämlich dafür zu sorgen, dass Eltern jetzt steuerlich entlastet und finanziell gefördert werden können. Dabei reden wir heute über ein Leistungspaket, das wurde schon gesagt, was 5,3 Milliarden Euro schwer ist. Und das muss man bei allen Wünschen um ein Mehr auch erst einmal zur Kenntnis nehmen. Ich finde, das Paket enthält Maßnahmen, die in einer Ausgewogenheit Familien und Eltern entlasten werden. Und natürlich enthält das Paket auch Maßnahmen, die aus dem 10. Existenzminimumbericht sich ableiten lassen, nachdem wir den Grund- und den Kinderfreibetrag für 2015 und 2016 erhöhen müssen. Aber parallel, und das kam ja auch schon zur Sprache, erhöhen wir das Kindergeld. Denn das Kindergeld ist für die Familien wichtig, die von dem erhöhten Kinderfreibetrag eben nicht profitieren. Und wir erhöhen auch den Kinderzuschlag im Jahr 2016, weil wir das als sozialpolitische Maßnahme ganz wichtig ansehen, Familien im unteren Einkommensbereich zu entlasten. Meinen Hauptaugenmerk möchte ich heute aber hier auch noch einmal auf die Entlastung der Alleinerziehenden richten. Deren Freibetrag liegt seit 2004 unverändert bei 1308 Euro. Seitdem wurde dieser Freibetrag für diese immer größer werdende Gruppe unserer Gesellschaft in puncto steuerlicher Entlastung überhaupt nicht mehr angerührt. Und das, obwohl sie als Einzelkämpfer in einem Alltag bestehen müssen, für den klassische Familien zu zweit einstehen. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, stehen 80% der Alleinerziehenden auch noch weniger als das mittlere Einkommen von Familien zu. Und wenn sie denn schon mal besser verdienen, dann ist die Steuerlast für Alleinerziehende im Vergleich zu Paaren überproportional hoch, weil sie als Singles versteuert werden. Das, was somit Alleinerziehende hier zu wuppen haben, das, was sie in und für unsere Gesellschaft unter diesen Bedingungen zu leisten haben, das verdient aus meiner Sicht schon lange höchsten Respekt. Und darum war es für die SPD höchste Zeit und unverzichtbar, hier endlich Maßnahmen zu entwickeln, die ausgesprochen dieser Zielgruppe zugutekommen. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden wir daher die steuerliche Entlastung, wie ich finde, um 600 Euro anheben. Und wenn wir dazu noch in Betracht ziehen, dass wir mit Blick auf das zweite Kind und darüber hinaus noch 240 Euro für die Kinder obendrauf tun, dann wird klar, welches Paket wir hier insbesondere für die Alleinerziehenden schnüren. Damit wird der Alltag für Mütter und Väter an dieser Stelle nicht einfacher. Aber zwei Drittel aller Alleinerziehenden werden von diesen Maßnahmen profitieren. Und alleine das, finde ich, ist es wert, dass wir hier diesen Schritt gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ringen um einen Konsens ist es uns mit Blick auf das Jahr 2014 nicht gelungen, Herr Koop, und ich sage das nicht mit Augenzwinkern, sondern mit einem kleinen Stirnrunzeln, ist es uns leider nicht gelungen, Sie als Kolleginnen und Kollegen von der Union von der Notwendigkeit zu überzeugen, die rückwirkende Anhebung des Kinderfreibetrags und des Kindergelds für 2014 auf den Weg zu bringen. Ich bedauere das, weil ich glaube, dass wir uns damit angreifbar machen. Nichtsdestotrotz liegt uns hier heute mit dem aktuellen Gesetzentwurf ein guter Kompromiss vor, den wir natürlich gerne mittragen. Er unterscheidet sich vom ursprünglichen Entwurf aus dem Finanzministerium dadurch, dass es der SPD gelungen ist, die weitreichende Entlastung der Alleinerziehenden damit aufzugreifen. Und dabei war es uns ganz wichtig, das sage ich auch noch mal,
dass wir mit Hintergrund auf die Refinanzierung eben nicht Mittel aus dem Familienministerium binden müssen, die für Programme oder gesetzliche Leistungen festgeschrieben gewesen sind. Und so beinhaltet der aktuelle Gesetzentwurf jetzt, wie ich finde, ein Leistungspaket, das in seiner Gesamtheit Millionen Familien entlasten wird und die größten Teile von Müttern und Vätern wertvolle Dienste leistet. Und deshalb will ich ans Ende meiner Rede noch mal die drei Säulen vom Anfang stellen. Ich finde, wir haben heute die Möglichkeit, den finanzpolitischen Teil dazu beizutragen und damit zu untersetzen, dass diese Bundesregierung im Rahmen ihrer Familienpolitik gut auf dem Weg ist. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Norbert Müller von der Fraktion Die Linke das Wort.